wir begrüßen jetzt ganz herzlich hier aus Hamburg im Studio den CEO Dr. Lars Scheidecker. Er war lange bei Union Investment aktiv, lange schon in der Immo-Wirtschaft, kennt sich da super gut aus und äh, wird uns auch glaube ich einen Fokus auf die Nutzerperspektive legen. Richtig Lars. Herzlich das willkommen. St das stimmt Anja. <laughs> Vielen Dank für die äh, einleitenden Worte. Äh, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass ich auch ähm, als erster Speaker neben Anja die den tollen Vormittag, den spannenden Vormittag eröffnen darf und ich habe tatsächlich ein äußerst spannendes Thema aus meiner Sicht mitgebracht und ich springe direkt mal auf unsere erste Folie, wo ich den Titel der Veranstaltung auch noch mal aufgenommen habe, weil das Wort gemeinsam, was Anja eben auch schon öfter erwähnt hat, ist für uns tatsächlich auch ein großer Erfolgsgarant. Nur gemeinsam können wir es schaffen, auch diese Herausforderungen wirklich zu bewerkstelligen und tolle Lösungen zu entwickeln. Der Titel meines kleinen Vortrags fängt an mit dem Wort Vertikalisierung. Und als ich die Folien zusammengestellt habe in den letzten Tagen, habe ich lange über diesen Begriff nachgedacht und habe gedacht, ist das überhaupt der richtige Begriff für das, was ich eigentlich erzählen möchte? Denn vertikale Integration, man versteht darunter, naja, wir gehen ein bisschen tiefer rein in der Wertschöpfungskette. Horizontale Integration, wir machen uns ein bisschen breiter. Ja, alles spielt da eine Rolle, aber das reicht uns nicht, das reicht uns als Gesellschaft nicht. Wir wollen neue Wertschöpfungsketten entwickeln, wir wollen neue Businessmodelle entwickeln und deswegen im weiteren Verlauf mit Vertikalisierung ist genau dieser Ansatz gemeint. Horizontal, vertikal und vor allem auch ganz neue Dinge schaffen. Anfangen möchte ich mit drei vielleicht ein bisschen polarisierenden Thesen. Und hier werfe ich direkt mal die erste These an die Wand. Übrigens, tolles Bild. Das ist nicht mein Sohn, auch wenn ich zwei Söhne habe und das bin auch nicht ich, aber trotzdem ein schönes Bild. Vertikalisierung. Ähm, ich komme jetzt seit ungefähr 20 Jahren in der Immobilienwirtschaft aktiv und stelle immer wieder fest, naja, das ist alles sehr tradiert, es dauert alles relativ lang und re viele reden über Vertikalisierung, Neuerfindungen, aber so richtig viel bewegen tut sich da nicht. Ich übertreibe tatsächlich absichtlich ein bisschen. Ähm, letztendlich geht es für uns darum, ähm, Bestehendes aufzubrechen. Prozesse, Strukturen komplett in Frage zu stellen, Zuständigkeiten neu zu denken. Seit 20 Jahren reden wir von denselben Managementdisziplinen. Property Management, Asset Management, Facility Management, Investment Management und noch viele mehr. Das reicht uns aber nicht. Wir brauchen ganz neue Rollenbilder. Wir brauchen neue Funktionen, neue Kompetenzen, um uns bereit zu machen für die Zukunft. Und das ist ein Hauptargument für diese These. Das andere ist, wenn wir über Wertschöpfungsketten reden, müssen wir uns überlegen, wen setzen wir eigentlich da in den Mittelpunkt? Um wen dreht es sich eigentlich? Für wen wollen wir Wertschöpfung eigentlich erzielen? Für uns ist es der Kunde. Und für uns der Kunde ist der Nutzer. Nutzerin, Nutzer, ich benutze jetzt im weiteren Verlauf das Wort Nutzer. Ich hoffe, das ist für alle in Ordnung. Bisher ist es etwas, was von einem typischen Bestandshalter eher sehr stiefmütterlich behandelt worden ist. Ich weiß, ich trete damit jetzt einigen Asset-Managern auf die Füße, aber das ist meine Erfahrung und unsere Erfahrung, die wir gesammelt haben. Mit Mietern hat man viel Kontakt. Mieter kennt man gut. Aber die Personen, die ein- und ausgehen in so einem Objekt, die eine Erwartungshaltung haben an ein Objekt, die kennt man als Eigentümer, als Vermieter nur rudimentär, wenn gar überhaupt nicht. Und das wird für uns der entscheidende Gradmesser in Zukunft sein: den Gebäudenutzer in den Mittelpunkt des Geschehens zu stellen und Produkte zu entwickeln um ihn herum und Mehrwerte zu schaffen. Und da gibt es noch einiges zu tun. Das Thema Mehrwert und Daten ist meine dritte These, meine dritte Einflugsschneise. Ich habe bewusst beide Wörter genommen, denn nicht alle Daten stiften auch tatsächlich einen Mehrwert. Wir müssen uns schon genau anschauen, um welche Daten es geht, die wir benötigen, um auch einen Mehrwert für unsere Kunden, für unsere Gebäudenutzer ähm, generieren zu können. Und das ist gar nicht so einfach und damit tut sich die Immobilienwirtschaft extrem schwer. Oftmals sind es falsche Motivationen, die dazu führen. Regulatorik, die auf einmal kommt. ESG, werden wir später noch vieles von hören wahrscheinlich, wo es darum geht, ganz viele Daten zusammenzusuchen und die irgendwie zu reporten, um diese regulatorischen Anforderungen auch erfüllen zu können. Auch das reicht nicht aus. Ähm, ich sage mal, das ist einfach der, der falsche Ansatz. Man erfüllt Regulatorik, aber man schafft keinen Mehrwert. Wir müssen beim Kunden, beim Nutzer anfangen und dort uns anschauen, welche Bedürfnisse hat der Nutzer eigentlich. Was umtreibt ihn, wenn er tagtäglich in einem Büro unterwegs ist? Was hat er für Anforderungen an Technologie, an Raumklima, an Umgebung, an Innovation? All das gilt es zukünftig mit zu berücksichtigen. Und hier komme ich schon zu unserem Antrieb, der Antrieb der Union Investment Real Estate Digital GmbH. Warum hat überhaupt eine Union Investment, ein sehr tradiertes Unternehmen, so eine Gesellschaft gegründet, um genau dort Antworten zu liefern? Wir wollen alte Denkmuster aufbrechen. Wir wollen den Nutzer in den Mittelpunkt stellen, als Gradmesser für alle operativen und strategischen Entscheidungen. Das ist unser Antrieb und unser Ziel. Und wie machen wir das? Jetzt kommt das Wort, was auch schon im Titel drin steht: das Ökosystem. Jetzt kann man streiten, ist es ein smartes, ein digitales, ein analoges Ökosystem? Irgendwie ist es von allem ein bisschen, aus meiner Sicht. Rein digital wird es nicht funktionieren. Wir haben immer noch, immerhin noch ein Gebäude, in dem wir Hardwarekomponenten verbauen, Technologien verbauen. Wir haben digitale Lösungen in Form von Software, um überhaupt diese Services einer Nutzergruppe zugänglich zu machen. Und all das verstehen wir als Ökosystem. Wir wollen mit unserem Ansatz Wertschöpfungsketten komplett neu denken, komplett neue Services entwickeln. Dabei natürlich nicht vergessen, woher wir kommen und welche Wertschöpfungsketten auch schon bestehen, um die bestmöglichst zu unterstützen. Aber das Thema neu, Innovation, Kreation, das steht bei uns im Vordergrund. Aber auch das werden wir nicht alleine stemmen können. Und deswegen ist das Thema Ökosystem für uns so wichtig. Ökosystem ist für uns eine Plattform, über die wir den Kunden in den Mittelpunkt stellen, aber viele andere Zielgruppen auch in die Interaktion bringen mit diesem Kunden. Und wir haben das hier auf, äh, anhand dieser Folie mal dargestellt, mit welchen Technologiepartnern wir derzeit schon zusammenarbeiten. Und die Person links auf dem Bild, die sich gerade so ein bisschen dehnt und vorbereitet für ihren Langstreckenlauf, weil es wird kein Sprint werden, bringt eigentlich ganz gut zum Ausdruck, wo wir derzeit stehen. Wir sind ganz am Anfang. Aber wir sind bereit, wir haben Lust, wir haben eine lange Wegstrecke vor uns, die wir gemeinsam begehen wollen. Und man kann auch unten schön erkennen, Bosch ist für uns ein ganz wesentlicher Partner. Seit vielen Jahren schon, seit unserer Gründung, arbeiten wir ganz eng mit den Bosch-Kollegen zusammen, um die bestmöglichen Hardware-Komponenten zu verbauen, die dann in unserem Ökosystem auch einen Platz finden und Bosch als Akteur des Ökosystems auch für uns so wichtig machen. Nebenbei gibt es natürlich noch diverse andere Akteure, die für uns eine Rolle spielen und das Bild ist nicht vollständig. Das wird wachsen. Es werden sich auch Partner austauschen, es werden neue hinzukommen, es werden welche vielleicht auch äh, verschwinden. Aber wichtig für uns ist, es dreht sich um den Gebäudenutzer, die Gebäudenutzerin. Und diesen Personenkreisen wollen wir Mehrwerte stiften über unseren Ökosystemansatz. Und jetzt habe ich viel darüber geredet, was wir so vorhaben. Und wir haben auch schon ein bisschen was geschafft, um ehrlich zu sein. Aber auch hier sind wir noch ganz am Anfang. Und unsere User Journey beginnt eben nicht erst im Büro, am Eingang oder an der Bürotür, sondern unsere User Journey fängt schon viel, viel früher an. Wir wollen Services entwickeln, die es einem Nutzer ermöglichen, von zu Hause aus, von unterwegs aus, seinen Büroarbeitsalltag zu organisieren. Wir gehen davon aus, dass die Zeit im Büro kürzer wird. Aber wertvoller wird. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Personen auch in der Lage sind, von zu Hause aus oder eben von unterwegs aus sich einen perfekten Arbeitsalltag vorzubereiten. Wie machen wir das? Wir machen das mit einer intelligenten Parkinglösung, wir machen das mit einem E-Charging-Ansatz, was in den nächsten Jahren immer wichtiger wird, auch in Deutschland. Endlich, muss man sagen. Andere europäische Länder sind uns da weit voraus. Das Thema Workplace Features ist für uns ein ganz wichtiges Thema, dass ich eben auch sicher sein kann, wenn ich am Vormittag ein Einzelbüro brauche, dass ich das auch bekomme und wenn ich am Nachmittag einen Workshopraum brauche, dass ich den auch bekomme mit den Ressourcen, die notwendig sind, um meinen Workshop auch erfolgreich zu gestalten. Das sind alles Themen, mit denen wir uns beschäftigen und unten rechts dargestellt, der Bereich Community ist ein Bereich, der für uns immer relevanter wird und wichtiger wird. Wir hatten vor kurzem mit einem Property Manager gesprochen im Rahmen einer Kundenbefragung und er sagte uns: Wir verstehen unsere zukünftige Rolle gar nicht mehr als Property Manager, sondern eigentlich als Community Manager. Wir verstehen ein Gebäude als Community und das müssen wir ausbringen. Und das fand ich einen ganz, ganz, oder finde ich einen ganz tollen Ansatz, an dem sich viele Marktteilnehmer ein Beispiel nehmen können. Kommen wir vielleicht kurz zum Fazit. Ähm, wer aus der Immobilienbranche kommt, kennt dieses Schlagwort Lage, Lage, Lage. Ja, das stimmt. Das hat auch immer noch eine Relevanz. Aber ich habe hier bewusst mal darauf verzichtet und reingeschrieben, Nutzer, Nutzer, Nutzer. Das ist für uns das Entscheidende. Hier können wir Wettbewerbsvorteile generieren, hier können wir mehr Erlöse schaffen. Und jeder Anbieter am Immobilienmarkt muss sich überlegen, bin ich Lieferant eines Ökosystems, in dem ich nur eine Gebäudehülle zur Verfügung stelle, oder will ich aktiv dieses Ökosystem mitgestalten, mich mit einbringen, den Kunden besser verstehen und erfolgreiche Lösungen für die Zukunft schaffen. Im Zentrum für uns steht der Nutzer und die Vernetzung der verschiedenen Zielgruppen. Und damit ist die Immobilie, so leid es mir tut, ein wesentlicher Bestandteil des Ökosystems, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Und wenn ich jetzt noch weiter denke, visionärer denken darf, dann muss ich die Immobilie zukünftig auch öffnen in Smart-City-Technologien ähm, Smart hinein. Wir müssen also größer werden, größer denken und die Gebäudehülle verlassen und das Gebäude öffnen in das Quartier hinein, in die Umgebung hinein. Weil der Nutzer, der fängt nicht an, aufzuhören zu denken innerhalb des Gebäudes, der denkt größer, der will seine ganze User-Journey begleitet haben. Und deswegen müssen sich Objekte auch öffnen in die Umgebung hinein. Das ist ein, fast ein Schlussbild schon, das vorletzte Bild, was ich zeigen möchte, Work and Play. Warum Work and Play? Ja, es gibt viel zu tun, es gibt viel zu arbeiten. Und meine Erfahrung ist, dass wir die Nutzer erreichen können, indem wir mit einer gewissen Gamification-Ansatz arbeiten, indem wir Lust machen, mit diesen neuen Services zusammenzuarbeiten. Das muss das Ziel sein. Hier müssen wir Überzeugungsarbeit leisten. Und dann können wir auch, wir haben vorhin über Nachhaltigkeit schon gesprochen, Anja hat es einleitend gesagt, werden wir auch all diese Herausforderungen der Nachhaltigkeit wirklich lösen können. Und das ist schon mein Schlussbild. Und wer aufgepasst hat, am Anfang war dieses Bild noch rot, jetzt ist es schon lila geworden in unseren Farben von Run Displays, unserem Produkt. Let's focus on the people. Das ist für uns das entscheidende Merkmal und der Erfolg gerannt schlechthin.